Barbie Profi 3 kann auch mit einer Besonderheit umgehen, die Sie in den Bohnenkopien wiederfinden, und zwar die Option Tax-Free. Was ist Tax-Free? Wenn Sie grenznah sind, das heißt, zu Ihnen kommen auch unter Umständen Kunden aus den benachbarten Ländern, wie auch immer, und der Kunde kommt mit einer Zollbescheinigung zu Ihnen, nachdem er einen Artikel bei Ihnen gekauft hat, können Sie die einbehaltene Mehrwertsteuer des Verkaufs dem Kunden ausbezahlen. Wie das funktioniert, was Sie dabei beachten müssen, das zeige ich Ihnen an dieser Stelle. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie tax-free berechtigt sind, fragen Sie einfach Ihren Steuerberater. Der kann Ihnen das ganz einfach erklären. Okay, zu einmal müssen wir diese Option, und Sie ahnen es, in den Systemeinstellungen aktivieren. Dazu klicken wir auf die Systemeinstellungen, gehen auf Verkauf, Leistungsmerkmale und aktivieren dort tax-free. Nun müssen Sie die Dauer der Akzeptanz der rückwirkenden Auszahlung einstellen. Schön gesagt, im Klartext, wie viele Tage nach einem Verkauf kann ein Tax-Free-Bon erstellt werden? Wir sagen jetzt einfach mal 60 Tage. Nun speichern wir das Ganze ab, indem wir das Feld einfach verlassen. Wenn wir jetzt in die Bonkopien gehen und vor allem in der Kasse sind, das ist wichtig. Denn es gibt immer wieder den einen oder anderen, der sagt, hey, bei den Bonkopien kann ich ja Tax-Free gar nicht anklicken. Da möchte ich bitte wieder das Beispiel des Autos aufgreifen. Wenn Sie Auto fahren wollen, müssen Sie im Auto sitzen. So, und wenn Sie Geld auszahlen wollen, wo geht es? Ja, richtig, nur in der Kasse. Also das heißt, der Wunschgedanke des Autofahrens lässt sich nur realisieren, wenn Sie wirklich zum Auto gegangen sind. Und nun sind wir in der Kasse und jetzt haben wir die Möglichkeit, Bargeld zu transferieren. Jetzt greifen wir das Beispiel mit unserem Schlauch auf, hier mit der Artikel Nummer 6. Wir haben hier am 4.3. einen Schlauch verkauft. Und zwar mit 49,99. Der Kunde oder dieser ausländische Einkäufer hat bei Ihnen den Artikel erworben und kommt dann irgendwann zu Ihnen und sagt, hey, Herr Mustermann, da, ich habe die Zollbescheinigung, du darfst mir jetzt für diese 49,99 die Mehrwertsteuer ausbezahlen. Jetzt wird das Ganze natürlich etwas schwierig, weil Sie haben ja hier einmal Mehrwertsteuer einbehalten. Wie verhält sich das dann buchhaltungstechnisch und was macht die Barbie da? Die Barbie bedient sich eines ganz logischen und einfachen Prinzips. Wir gehen jetzt auf den Artikel, also auf den Bon, Verzeihung, und sagen Tax-Free. Wenn wir einen Tax-Free-Bon erstellen wollen, akzeptieren wir diese Meldung und fahren durch Anklicken und Bestätigen fort. Vielleicht hören Sie es, der Kassenbon wird ausgedruckt. So. Und jetzt erscheint eine Meldung, die Kassenschublade geht auf und wir sollen den Kunden jetzt bitte 7,98 € ausbezahlen. Wir bestätigen die Meldung und schauen uns das in den Bonkopien an. Was ist jetzt da passiert? Hierzu müssen wir auch wieder ein kleines bisschen ausholen. Wir haben mit der Einnahme von 49,99 € haben Sie knappe 8 € Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Okay, das ist mal klar. Das heißt, okay, Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Jetzt kommt aber der Kunde und sagt, pass mal auf, ich krieg für die Umsatzsteuer. Also macht Barbie 1, er sagt, ich nehme den Artikel zurück. Na, und tu so, also ich tue so, als ob ich den Artikel zurücknehmen würde. Nur in Form der Summe, weil der Artikel ist herausgegangen. Da kann er den Artikel nicht zurücknehmen, weil sonst würde ihr Lagerbestand nicht stimmen. Also er sagt, ich mache eine Tax-Free-Gegenbuchung. Und zwar mit 19% in dem Fall. Wenn Ihr Originalbon verschiedene Mehrwertsteuersätze hätte, dann würde jetzt in unseren Tax-Free-Bon dementsprechend ein oder zwei Positionen für 19 und für 7% auftauchen, in Form eines negativen Rücknahmebetrages. Das bedeutet, in unserem Beispiel, dass wir jetzt diese 49,99 € tut so, als ob er ausbezahlen würde. Somit hebt sich die abzuführende Umsatzsteuer von 7,98 € mit der Auszahlung, das heißt, Sie bekommen nun die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück, hebt sich auf. Sie haben an dieser Stelle keinerlei Verlust gemacht. Wunderbar. Zugleich sagt Barbie Profi 3, und wenn wir das jetzt hier einfach mal anschauen, dass zu der Position des Artikels steht immer dort Tax-Free Gegenbuchung zu Bon Nummer 6 vom 4.3. Schauen wir uns die Bon Nummer 6 an, dann sehen wir, okay, das war dieser Tax-Free Bon. So. Dann verbucht Barbie Profi 3 einen neuen Datensatz, also das heißt, er tut so, als ob er neu Geld bekommen würde, und zwar in Höhe von 42,01 €. Somit haben wir eine Ausgabe von aufgerundet 50 € und eine Einnahme von 8 €. Das heißt, wir haben 8 € jetzt quasi rein rechnerisch und theoretisch weniger in der Kasse. Aber das haben wir ja nicht weniger, wir geben es ja den Kunden. Und so
Somit ist rechnerisch alles korrekt. Und mit dem Bon Nummer 10 sehen wir hier auch, dass sich dies auf den Originalbon Nummer 6 referenziert und auf den Auszahlungsbon Nummer 9 referenziert. Somit können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt für sich selber, für einen Kunden oder für einen Prüfer belegen, wie sich Auszahlungen oder Tax-Free-Geschichten miteinander verhalten haben oder auf welche Bons sie sich beziehen. Und zu guter Letzt müsste man natürlich hier beachten, dass diese 42,01 € hier mehrwertsteuerneutral sind. Das heißt, diese Einnahme von 42,01 € ist mehrwertsteuerneutral. Nochmal zur Erinnerung, hier haben wir 8 € ans Finanzamt bezahlt, hier bekommen wir 8 € vom Finanzamt wieder und dieser Bon ist mehrwertsteuerneutral. Somit haben Sie eine Nettoeinnahme von 42,01 €, für die Sie keine Steuer zahlen müssen. So, das war's eigentlich mit den Tax-Free.